Beim Modell fliegen die Hubschrauberpiloten, die da 3D fliegen in einer unglaublichen Form. Also ich sage, große Kunst, ein Modellfluggerät zu beherrschen. Ich kommentiere es nicht. Schaut euch das an und stellt euch vor, ihr würdet drinnen sitzen. Falls Sie sich noch erinnern können, voriges Jahr die absolute Neuheit aus dem Hause in Karo. Das ist ein wettbewerbstaugliches Gerät und er beweist wiederum, was in dem Modellbaubereich heute noch im Leben ist. Gotthard Klotzo. Das ist schlecht, ich hoffe, jetzt kommt es von den Füßen. Jetzt wird das so viel anschauen. Das ist ein Funktionell, jetzt sagt man nicht, dass die Vorschläge verdrinnen sind. Da würde man sich vielleicht das Frühstück wieder zusammenstellen, ne? Mindestens. Ich meine, jetzt sagen, sie würden es nicht überleben. Aber was man dazu sagen kann, ist, dass man sieht, wie stark die Stellung der Modelle sind. Denn die halten das aus, was kein Mensch der Welt aushalten würde, erklärt wäre, dass er den Zucker. Da sind Figuren drinnen, die bis zu 14, 15 G verlangen und noch mehr, meine Damen und Herren. Kein Mensch wird es aushalten. Das Grund kann auch kein großer Hubschrauber solche Figuren fliegen. Ein Looping ist vielleicht drin, eine Rolle unter Umständen und der Körner, vielleicht aber ein bisschen Rücken nicht drin, aber mehr nicht. Und das, was die Jungs da erzählen, das ist ja wohl nicht alles. Da kommt ja noch Fehler. Ja? Das hält kein Mensch an. Was ich jetzt noch dazu sage, ist, dass diese Leute keine Nerven haben, jetzt ist er gelandet. Jawohl. Jawohl. Sag ich jetzt von da hinten sofort rechts.